Soll mal einer sagen, das ist keine Kunst? Hä? Kann mir doch ein bisschen dankbar sein, ist doch schön! Simo! Hallo Simo, kennst du den Platz schon? Schau. Deine alte Bekannte ist schon da. Die brauchen wir heute aber nicht. Gut, bin ich froh. Deine Aufgabe ist... den Zauberwürfel lösen! Das hast du doch schon immer gewünscht, Simo, nicht? Weißt du, wie lange du den Scheiß hast? Du könntest es in unter 5 Sekunden ins Wochenende schaffen. Der hat 100% keinen einzigen Freund. In dem Sinne, Simon, viel Erfolg wünsche. Etwas habe ich noch vergessen. Ja. Schönes Wochenende. Juhu! Wo fährt man? Ich weiß nicht, wo man fährt. Ich weiß nicht. Und jetzt, wie bringe ich das Gelb hier in die Mitte? Darf ich mit abknibbeln? Ich komme mir vor wie der Affe, der auf dem Computer rumdrückt und keine Ahnung hat von irgendetwas. Und komm nicht auf die Idee, das jetzt einzublenden, du Kind. Es gibt keinen Weg zum Ziel. Ich komme nicht voran. Was soll ich machen, Mann? Gibt es für alles ein Tutorial? Hahaha! Wie schreibt man Rubik's Cube? V vorne und H hinten. Ein Apostroph bedeutet, dass die Reihe 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn geht. Sag mal, jetzt geht der ganze Mensch runter. Bin ich so bretschblöd? Ich verstehe den Huren du nicht, das setzt voraus, dass man das kann. Und hier steht für Anfänger. Es kann doch nicht sein, dass man Spass hat, so etwas macht. Ich schwitze, es ist nicht heiß hier. Ich schwitze vor Wut. Das ist nicht gesund. Das ist für... Lach nur. Nein, komm. Ich werde jetzt Mittagessen. Das scheisse mich echt langsam an. Und frag du mich nicht, ob ich dir etwas zu essen habe. Oder ob ich es selber will. Jetzt mal. Weißt du was? Die Frau bringt mir den Hund. Stinkhässig. Ich kann zumindest mit dem Hund laufen, wenn ich schon nichts Schleues mache, als bei euch den Sch*** Rubik's Cube lösen. Kann ich dann schön mit dem Hund noch laufen, sonst stört. Ein gelbes Kreuz auf der gelben Seite des Würfels. Ah! Ah! Was? Erster Teilerfolg, das Kreuz. Ich muss mehr auf das Häuschen tun. Der hat meinen freien Geist, das liest mir auch gerne. Das ist jetzt vorbei von einem Leiko. Musst du die unteren Ecksteine an die richtige Stelle drehen. Und die weiße Seite des Würfels ist dann fertig. Jetzt liegt der Gigo an. Was willst du? Ich muss noch eine gute Frage. Würdest du jetzt entweder in Tara oder in Paddy gehen? Ist ein bisschen schwierig. Das ist falsch. Es ist falsch. Ich mache es genau gleich wie der, aber es ist falsch. Kann das sein, dass das ein anderer Würfel ist? Es kann doch nicht sein, ich gehe 1:1 nach dem Tutorial, aber es funktioniert nicht! 2000 Jahre später. Cherubum! Jetzt kommen wir fast Tränen. Wie lange sind wir dran? 5,5. 5,5 verdammte Stunden, hey!